So, hallo liebe Freunde, hier zur kleinen Cracker-Runde. Wir haben Thundercracker, Scheising-Cracker, Supercracker, alt und neu, also mit Visco und mit grauer Lunte. Ja, dieses Scheising-Format, sage ich jetzt mal, das gab es ja so in Deutschland gar nicht. Das ist ja mehr so eine holländische Geschichte. Die Vitrine hat ja wohl mal so einen großen Posten, ich glaube, von Supercracker aufgekauft. War dann allerdings so, dass da irgendjemand behauptet, da wäre BKS-Spuren drin und das sollte noch alles überprüft werden. Eigentlich sollten sie CE kriegen und bei uns verkauft werden. Ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist. Müsste man sich nochmal schlau machen. Wir haben jetzt jedenfalls hier diese Päckchen. Und zwar, wie gesagt, neue und ältere Supercracker, die eigentlich alt aussehen. Glaube ich, sind sogar die neuen. Werden wir gleich sehen. Eine davon, die hier in dem besseren Papier, die eigentlich neuer aussehen, die haben noch graue Lunte. Und die, wo man denkt, die sind schon so ein bisschen angegammelt, die haben Visco. Wollen wir mal gucken, wie da der Unterschied ist. Und dann haben wir hier noch Thundercracker und Original Scheising halt. Ja, da werden wohl die Rechteren hier die Jüngeren sein. Und die Linken, die Älteren, haben aber, wie man hier allerdings schon rausschlucken sieht, beide Visco. Ja, zu den Supercrackern sei noch gesagt, da ist ja viel im Umlauf. Da in diversen Plattformen werden die ja vertickert. Da ist eine Charge dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die hier dabei haben und ob man, wie man das sehen kann, aber das ist der größte Rotz, da würde ich keinen Euro für ausgeben. Ja, gucken wir einfach mal, was wir hier haben. Ich würde mal sagen, wir fangen mal mit den Löwengeschichten an und dann gucken wir uns die alten und neuen Supercracker an. So, die Thundercracker sehen so aus. Schön sauer verarbeitet und wie zu erwarten, vorne und hinten, ja, ich weiß gar nicht, ob das, oh, vorne sind sie sogar so gestopft und hinten, ich weiß gar nicht, ob das rote Pest ist. Es sieht mir aber aus, als ob der Leim hier nur weiß wäre. Naja, okay. Gucken wir mal, wie die original Scheising-Cracker aussehen. Sind ein bisschen größer, hinten zugestopft, ja, wenn man das hier so erkennen kann, ein bisschen komisches Licht hier, hinten zugestopft und vorne mit, nee, nicht zugestopft, da ist hier so ein Papier drüber, das ist wahrscheinlich von der Verpackung, mit Dämmstoff. Okay, wollen wir mal gucken, ob es die guten oder die schlechten sind. Wir fangen mal mit den Thundercrackern an. Die sind etwas dünner. Sehr gut. Jetzt im direkten Vergleich die Scheising-Cracker. Genauso. Wow. Also beide Sorten sehr, sehr geil. So, jetzt kommen wir zu den Supercrackern. Einmal die vermeintlich neueren. Ah, sehen genauso aus. Vorne, na komm, aber wenn man hier so Mauern bauen muss, egal, vorne mit Dämmstoff, hinten zugemacht, aber jetzt auch nicht, nicht wirklich schön. Dann können wir uns die vorne jetzt auch mal ansehen, okay. Und die älteren, hinten gestopft und rot, vorne mineralischer Dämmstoff, mal ja, mal nein, ist ja wahrscheinlich rausgefallen bei den einen. Wenn wir uns mal schon mal einen Ersatz nehmen. Ja, die Lunden zum Teil recht
abenteuerlich. Wir beginnen mal mit denen mit der Visco. Dreimal. Oh, die sind ja sehr gut. Hervorragend. Und jetzt die mit dieser schönen grauen Lunte. Ach hey. Na, die sind schwächer. Ja. Wow. Da kommen hier noch die Funken geflogen. Wesentlich schwächer. Ach du Scheiße. So, nochmal der direkte Vergleich. Shizin-Cracker heißen sie ja auf den Crackern alle. Aber das waren hier halt die Thundercracker. Das sind die, die auch Shizin-Cracker heißen. Das sind die Supercracker mit Visco. Und das sind die Supercracker mit Graue Lunte. Ihr seht, der Shizin-Cracker heißen die eigentlich alle. Jetzt nochmal alle vier in dieser Reihenfolge hintereinander. Thundercracker, Shizin-Cracker, Supercracker neu, Supercracker alt. Also demzufolge müsste der beste, der schlechteste ja zum Schluss kommen. Mal gucken. Thunder. Shizin. Oh, das ist der mit Anhang. Super neu. Super alt will nicht. Oder vielleicht doch noch, mal gucken. Hol mal Ersatz. Und noch den alten Supercracker, da der andere nicht wollte. Ah, schwach. Also die ersten drei Bombe, der beste, aber eigentlich dieser moderne Supercracker. Schöne Sache.